Hallihallo und willkommen in einer kleinen Sommerpausenfolge. Heute habe ich für dich drei kurze Tipps, wie du deinem Unterbewusstsein suggerieren kannst, dass alles wieder in Ordnung ist. Wobei in Ordnung wörtlich gemeint ist. Also, wenn alles drumherum im Chaos liegt und du das Gefühl hast, du weißt gar nicht, wo dir der Kopf steht. Mein erster Tipp ist, und das kennen wahrscheinlich zumindest einige Mädels, die hier zuhören, von sich selbst, aufräumen. Selbst wenn deine Sorgen oder deine Probleme oder dein Stress sich akut nicht lösen lassen, manchmal ist das ja einfach so, dass Dinge Zeit brauchen, beziehungsweise dass die Lösung von Dingen manchmal Zeit braucht, dann hilft es, Ordnung im Außen zu schaffen. Wie du aus vielen, vielen Podcast-Folgen schon weißt, beobachtet unser Unterbewusstsein, was wir machen. Wenn du aufräumst, dann registriert es, dass du Ordnung schaffst. Und es wird sich ein bisschen beruhigen. Und das Gefühl, dass alles irgendwie in Ordnung kommt, stellt sich ein. Mein zweiter Tipp lässt sich sogar mit dem ersten Tipp verbinden, falls du sowieso vorhattest, auszumisten. Dinge wegzuschmeißen schafft auch ein Ordnungsgefühl im Unterbewusstsein. Denn wenn wir Dinge wegschmeißen, dann müssen wir sie ja vorher sortieren. Mit dem Sortieren verhält es sich genauso wie mit meinem ersten Tipp, dem Aufräumen. Das Unterbewusstsein beobachtet und registriert. Und hat danach das Gefühl, dass die Dinge dabei sind, sich zu sortieren. Diese ersten beiden Tipps kommen dir vielleicht bekannt vor, weil du die Erfahrung selber gemacht hast oder weil Menschen in deinem Umfeld davon gesprochen haben, dass sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich eben geordneter fühlen, wenn sie eben physisch auch aufräumen oder Dinge aussortieren. Mein dritter Tipp wird dich vielleicht überraschen. Der kommt aus dem Ayurveda, ist sehr ungewöhnlich für unsere Breiten. Und da wir in der letzten Staffel noch nicht beim Thema Ernährung und Burnout angekommen sind, ja, habe ich ihn halt auch noch nicht anbringen können. Mit diesem Tipp habe ich persönlich sowohl in meinem Leben als auch bei meinen Kunden sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und zwar mal eine oder zwei Wochen, je nachdem, wie du körperlich so beschaffen bist, tatsächlich nur Reis oder Haferschleim zu essen und Wasser zu trinken. Was sich ein bisschen ätzend und vielleicht auch nach einer super krassen Diät anhört, hat ayurvedisch betrachtet einfach den Sinn, dass sowohl Reis als auch Haferschleim für den Körper sehr, sehr einfach zu verdauen sind. Wenn du in Staffel 3 die Folge "Wenn die Chemie nicht stimmt, gibt's Stress" gehört hast, dann weißt du schon, dass unser Körper und unser Unterbewusstsein nicht nur Informationen verarbeiten, die wir durch Lesen oder durch Sprechen und Hören und so aufnehmen, sondern dass sie eben auch die ganze Zeit Informationen verarbeiten über die anderen Sinnesorgane. Die meiste Energie gleich nach dem Denken geht weg für die Verdauung. Das heißt, wenn du ein Festmahl mit Rotkohl und Braten isst, dann kostet das deinen Körper natürlich mehr Energie, das zu verdauen, als wenn du eine Suppe trinkst. Das ist das ganze Geheimnis hinter meinem dritten Tipp. Wenn du dem Körper eine Woche lang komplizierte Nahrungsmittel entziehst, wirst du merken, wie sich nach wenigen Tagen der Geist beruhigt. Du wirst überrascht sein, was für ein Rieseneffekt das, was du isst oder auch nicht isst, auf deine geistige Verfassung und Leistungsfähigkeit hat. Das ist im Übrigen auch einer der gewünschten Effekte bei Fastenkuren jeder Art. Geistige Klarheit, innere Stabilität und Ruhe. In diesem Sinne, genieß deinen Sommer.
Egal, ob du noch arbeiten bist oder schon irgendwo am Strand liegst. Und bis zur übernächsten Woche. Deine Susi.